Yo, hey Leute, hier ist wieder euer Danetics und willkommen zum neuen Karrieremodus wieder mit dem FC Schalke 04. Heute spielen wir zu Hause in der Veltins-Arena gegen Eintracht Braunschweig, den Tabellenletzten momentan in der Bundesliga. Ich denke mal, dürften eigentlich sichere 3 Punkte für uns sein, wenn man überlegt, dass wir momentan in guter Form sind. Aber es ist wichtig, die auch beizubehalten, weil wir in der nächsten Folge, glaube ich, gegen Wolfsburg spielen, danach schon gegen Real Madrid im Champions League Achtelfinale Rückspiel, Hinspiel Bayern 1:1. Deswegen müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nicht aus der Spur geraten, dass wir dann auch irgendwie gegen Real Madrid eine gute Leistung zeigen können. Aber ihr seht es, Eintracht Braunschweig heute. 11 Punkte haben sie insgesamt gesammelt in 25 Spielen. Eine Tordifferenz von minus 33. Wir sind natürlich mit großem Abstand Tabellenerster. Deswegen ist natürlich hier eigentlich die Voraussetzung für uns, dass wir hier 3 Punkte holen zu Hause und da dann auch eigentlich ein gutes Spiel abliefern mit 2, 3 Toren, eigentlich Unterschied gewinnen. Aber natürlich dürfen wir hier kein Team unterschätzen. Aber ich habe trotzdem versucht, ein paar Spielern auch die Möglichkeit zu geben, sich hier mal ein bisschen zu beweisen. Ich glaube, Weltenreuther im Tor. Vorne drin dann wieder Eihahn gehabt, weil er einfach die Mega-Tormaschine vorne drin ist. Und ich soll noch 4 Abonnenten erwähnen. Habe ich in den letzten Videos vergessen, tut mir leid, aber ich bin manchmal so ein bisschen vergesslich. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 18 Jahre alt, da kann man ja auch schon mal das ein oder andere vergessen. Also Joshua, Bauknecht, Chris Rupflin, Alessio und Joris Felke soll ich hier mal erwähnen. Falls ihr auch mal erwähnt werden wollt, könnt ihr euer Namen in die Kommentare schreiben, dann halt irgendwie sagen, dass ihr euch im Video erwähnen soll. Wäre natürlich cool, wenn es jetzt nicht irgendwie 50 Leute oder so auf einmal machen. Das wäre irgendwie ein bisschen stressig dann, aber wenn es immer so 2, 3 Leute machen, dürfte es nicht so schlimm sein. Wäre natürlich auch cool, wenn ihr hier einen Daumen nach oben geben könntet. Und die erste Möglichkeit hier für uns, da ist Boateng, setze ich hier mal ganz gut durch. Und die Möglichkeit, die aber gute Parade von Petkovic. Ich habe extra seinen Namen nochmal nachgeschaut. Im Tor von Eintracht Braunschweig leert das Ding hier zum Eckball. Und ich muss mich noch bedanken dafür, dass wir echt in letzter Zeit, also eure Unterstützung, einfach so viele Kommentare und einfach so viele Likes auf den Videos, also immer 50, 60 Stück und so, ist echt mega cool. Gibt mir auch immer wieder ein bisschen Motivation. Ich habe momentan ein bisschen Stress, so vom Ganzen her, irgendwie da 18er und dann da Grillen und ihr wisst, was immer so ist, dann da Mathearbeit und alles Mögliche. Deswegen kamen jetzt nicht so viele Videos, aber ich bin auf jeden Fall weiterhin motiviert und so. Also Dankeschön nochmal dafür für die letzten Wochen und so. Ihr habt mir mega viele Kommentare auch immer geschrieben. Freut mich immer. Die erste Möglichkeit hier für uns, mal richtig gefährlich vor das Tor zu kommen, außer die Chance natürlich von Boateng hier mal Kevin vorne und dabei wurden noch gefoult. Ich habe zuerst gedacht, es würde irgendwie Elfmeter geben, aber letztendlich entscheidet der Schiedsrichter dann doch auf Freischuss aus einer Position von, glaube ich, 18 Metern oder so. Also eigentlich ein bisschen zu nah für mich, aber wir haben ja Eihahn, das ist ein richtig guter Freistoßschütze, ja auch im echten Leben. Deswegen habe ich hier versucht, natürlich den Ball irgendwie dann aufs Tor zu bringen, aber ich mag eigentlich die Position so zwischen 25 und 30 Metern. 18 Meter sind mir eigentlich ein bisschen zu nah am Tor, da dreht sich der Ball nicht wirklich runter, also er fliegt dann halt eigentlich meistens übers Tor. Bei mir deswegen habe ich versucht, nicht so stark zu schießen. Natürlich die Möglichkeit jetzt hier für Eihahn ist eigentlich ein machbarer Ball hier irgendwie reinzubringen. Die Position war eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, aber für mich, wie gesagt, ein bisschen zu nah. Deswegen war der Ball jetzt nicht wirklich gefährlich. Natürlich auch direkt auf den Torwart gespielt. Hätte ich besser machen können. Vielleicht hätte ich es mit Depay geschafft, aber natürlich unsere große Möglichkeit nochmal gewesen. Aber die nächste Möglichkeit hier, 27 Minuten vorbei. Eintracht Braunschweig kam eigentlich relativ gut ins Spiel hier. Ich hätte gedacht, sie wäre ein bisschen ungefährlicher. Wellenreuther muss hier mal parieren. Aber natürlich auch der Ball zu direkt auf ihn. Deswegen keine großen Schwierigkeiten. Nächste Möglichkeit, 43 Minuten vorbei. Also eine ganze Zeit lang ist hier nichts mehr passiert. Mal eine gefährliche Flanke hier, wobei sie eigentlich gar nicht so gefährlich war, aber sie wurde gefährlich, weil hier irgendwie meine Abwehr ein bisschen meint, ja, irgendwie ein bisschen hier chaotisch rumzulaufen. Deswegen die große Möglichkeit, Wellenreuther muss hier nicht eingreifen, weil der Ball am Tor vorbeigeht, aber da hat man eigentlich mal meine Abwehrschwäche gesehen. Immer wieder so im Spiel habe ich so 2, 3 Aktionen, wo meine Abwehr einfach total unformatiert steht, wo einfach jeder auf einer anderen Position ist. War ja auch gegen Real Madrid schon so, als wir es 1:0 bekommen haben von Gareth Bale. Muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich das dann im Rückspiel gegen Real Madrid ein bisschen besser mache. Aber ich meine, die Fehler, dadurch können wir uns hier nochmal verbessern. Die nächste Möglichkeit, hier Eihahn setze ich mal richtig stark durch. Und das ist mal einfach Eihahn der Skiller, aber er trifft hier leider das Tor nicht. Aber ich feiere das einfach so brutal. Kein anderer Spieler. Okay, sagen wir mal, Cristiano Ronaldo kriegt das vielleicht auch noch hin, aber dass einfach der Ball hier rankommt und er nimmt den Ball mit dem Körper mit, legt ihn sich vor, dann letztendlich eigentlich noch ein relativ gefährlicher Abschluss. Ich meine, der war eigentlich gar nicht so weit am Tor vorbei, deswegen war es hier nochmal gefährlich, aber leider bleibt sie beim 0:0. Ich habe versucht jetzt auch ein bisschen offensiver zu werden. Ihr seht die Formation von mir, 4-3-3, jetzt mit Eihahn in der Mitte, Holpi rechts und Depay links, hat da einfach den Grund, dass Holpi einen relativ guten linken Schuss hat. Deswegen habe ich gedacht, er kann in die Mitte ziehen, Depay einen relativ guten rechten Schuss. Deswegen habe ich gedacht, dass die Flügelspieler vielleicht ein bisschen in die Mitte ziehen können, da zum Abschluss zu kommen, wie Robben eigentlich immer, kommt ja auch immer von der rechten Seite bei Bayern München.
Und ich muss ja sagen, heute ist ja auch übrigens Porto gegen Bayern München, beziehungsweise Bayern München spielt ja zu Hause gegen Porto. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ihr könnt mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob Bayern es noch schafft oder ob Porto dann irgendwie souverän ist wie im Hinspiel. Mal abwarten. Also ich bin relativ gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Und ihr könnt auch gerne noch Fragen für das FAQ-Video in die Kommentare schreiben. Und ich habe mir da schon was richtig Cooles überlegt. Im Hintergrund werde ich die Höhepunkte von der Schalke-Karriere nochmal zeigen. Also wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr auch ein paar Fragen dazu schreibt. Je mehr Fragen ich habe, desto länger wird das Video. Also ist relativ gut für euch natürlich. Aber ich will hier niemanden zwingen. Wäre natürlich cool, wenn ihr es machen würdet. Aber wie gesagt, ist nicht verpflichtend oder so. Hier knappe Stunde mal vorbei, Eihan. Und da ist auch Draxler und dann wieder Eihan. Und der Ball ist auf einmal drin. Also richtig chaotische Situation. Irgendwie kann sich da kein Spieler von mir letztendlich richtig durchsetzen. Aber Eihan hatte die Übersicht. Aber Draxler feiert sich. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich mir relativ sicher war, dass Eihan den Ball irgendwie mit dem linken Fuß gemacht hat, glaube ich. Ihr seht es hier nochmal. Also Eihan hier mit dem ersten. Denn Draxler wehrt den Ball nochmal ab. Und dann Eihan mit dem linken Fuß. Und der Ball ist letztendlich drin. Aber ihr werdet es gleich nochmal in der Zeitlupe sehen. Also in einer anderen Kameraperspektive, dass Draxler, glaube ich, hier noch mit dem. Ja, mit der Wade oder so an den Ball hier reinkommt und ihn letztendlich noch ein bisschen ablenkt. Also für mich ist es eher ein Tor für Eihan, aber ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, ob Draxler oder Eihan trifft, Eihan kann es ja auch egal sein, hat er ja schon genug Saisontore. Er kann ja hier Julian Draxler auch mal zu seinem dritten Saisontor helfen. Ist eigentlich auch schön zu sehen, dass Draxler momentan echt immer besser in meine Karriere reinfindet. Er entwickelt sich auch und ihr werdet am Ende nochmal einen Teambericht sehen und von meinem Abonnenten noch die Strafe. Er muss hier 20 Sekunden lang ein Lied singen, das ich für ihn ausgesucht habe. Ist mega cool auf jeden Fall, freue ich mich schon drauf, wie das vielleicht bei euch ankommt. Hier nochmal eine gute Aktion übrigens gewesen von Eihan. Wirklich natürlich wieder gefährlich von ihm. Rechter Fuß dieses Mal, er ist ja beidfüßig, aber leider geht der Ball nicht gefährlich aufs Tor. Nächste Möglichkeit hier. Braunschweig war, wie gesagt, echt nicht so ungefährlich, aber ich habe jetzt natürlich schnelle Spieler reingebracht mit Redmond hier. Nochmal Eihan über die Außenseite. Vielleicht kann er sich hier nochmal durchsetzen und er rennt einfach durch, wie er den Gegenspieler hier stehen gelassen hat. Linker Fuß dieses Mal, also ist er halt mega weitfüßig und dann setzt er sich sogar nochmal ein Kopfballduell gegen drei Leute durch. Ja, natürlich schade, dass er hier nicht getroffen hat. Er hätte eigentlich schon längst sein Tor verdient gehabt heute, aber. Ich meine, Eihan trifft ja sonst fast immer. Es wäre ein. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man hier mal eine Stunde lang nicht trifft. Das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Nächste Situation hier. Depay mittlerweile hier auch in der Begegnung. Mit dem Abschluss und so habe ich sie eigentlich auch geplant gehabt. Depay heute auf der linken Seite. Holpi auf der rechten Seite, dass die Spieler eben in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. War relativ gefährlich. Hier 83 Minuten vorbei. Eintracht Braunschweig. Jetzt nochmal im Vorwärtsgang haben wir natürlich auch versucht, ein bisschen Risiko zu gehen. Hinten ein bisschen aufgemacht und die Möglichkeit hier, Höwe, das schmeißt sich in den Ball, Wellenreute ohne Chance. Und das 1 zu 1 ist hier passiert. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ich hatte hier eine Chance nach der anderen jetzt nach, ja, die letzten paar Minuten und ich habe sie einfach nicht nutzen können. Gerade mit Eihan natürlich nochmal die riesen Chancen gehabt. Letztendlich trifft er natürlich Eintracht Braunschweig. Ist ein bisschen unglücklich für uns gelaufen, aber ich meine. Selbst wenn wir hier nur einen Punkt holen sollten, wäre es auch nicht so schlimm. Wir sind ja momentan in der Tabelle relativ weit vorne, haben ja, glaube ich, 15 Punkte oder so Vorsprung vor Bayern München. Deswegen wäre es hier nicht so schlimm, wenn es hier eine Punkteteilung geben würde. Aber Siege sind natürlich immer schön. Hier nochmal ein gefährlicher Ball auf Eihan. Letztendlich springt jeder drunter durch. Hier ist nochmal Hahn. Kolasinac hat mit der Möglichkeit zum Abschluss zu kommen. Da die Riesenmöglichkeit für Redmond. Und was für eine Parade von Petkovic im Tor von Braunschweig. Wirklich richtig stark gehalten. Chance noch nicht vorbei. Hier nochmal Geis mit der Möglichkeit zum Abschluss zu kommen. Aber der trifft auch nicht richtig. Der Ball noch abgeführt. Fälscht. Wirklich eine Chance nach der anderen hier nochmal. Ich wollte natürlich hier die 3 Punkte mitnehmen, weil ich denke mal, gegen Wolfsburg wird es nicht einfach werden. Ist ja so ein Team, wo ich eigentlich immer schlecht spiele, Wolfsburg. Ich habe ja auch schon in der Karriere hier öfter mal gegen sie verloren. Deswegen wollte ich hier eigentlich schon mal die 3 Punkte mitnehmen. Ich meine, gegen Braunschweig ist ja eigentlich schon fast peinlich, wenn wir hier die Punkte nicht holen, wenn man überlegt, was für eine Bilanz sie in der Bundesliga haben und was für eine Bilanz wir haben. Nochmal die Möglichkeit hier, Luis Holtby von der Außenseite aus kommt der Ball in die Mitte und das Depay, aber er ist halt nicht so wirklich der Kopfballgott hier. Also wäre der Ball auf den rechten Fuß, wäre vielleicht besser gewesen für ihn, aber letztendlich muss man sagen, die Punkteteilung hier geht eigentlich in Ordnung. Ich muss sagen, Eintracht Braunschweig war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir waren natürlich deutlich in der zweiten Halbzeit besser. Wir haben es einfach verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Deswegen muss man sagen, ein Punkt ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, war erst unser drittes Unentschieden. Ihr werdet es gleich in der Tabelle sehen. Deswegen denke ich mal, ist es auch uns zu verzeihen. Ich meine, ich will mich jetzt hier auf die nächsten Wochen konzentrieren. Gerade in der Champions League natürlich gegen Real Madrid. Und wäre natürlich cool, wenn ihr hier eine Bewertung da lassen könntet. Ihr seht gleich nochmal den Teambericht und dann am Ende eben die Strafe von meinem Abonnenten, wie er singt. Habe ich mega gefeiert und es würde mich natürlich echt freuen, wenn ihr auch ein paar Kommentare da lassen könntet. Gerade mit dem Tipp gegen Porto. Vielleicht ein paar Fragen fürs FAQ-Video. Vielleicht wollt ihr auch über Schalke diskutieren. Falls ihr euch mal erwähnen sollt, könnt ihr auch euren Namen in die Kommentare schreiben. Tut mir leid für den Versprecher nochmal am Ende und haut da rein, Leute. Viel Spaß beim Rest des Videos noch.
So, jetzt also wie vorhin angekündigt, ganz kurz hier nochmal den Teambericht. Also, wie sich die einzelnen Spieler hier entwickelt haben, haben sich echt einige Abonnenten gewünscht, dass ich das mal zeigen soll. Und ja, Fährmann, unser erster Spieler, wirklich solider Torwart auf jeden Fall, hat sich nicht wirklich entwickelt, nur um plus 1 in Sprungkraft und plus 1 in Balance, auch wenn ich nicht weiß, warum ein Torwart jetzt unbedingt Balance braucht. Also, ist eigentlich relativ egal, merkt man nicht wirklich, aber immerhin entwickelt er sich so ein ganz klein wenig. Danach Walker um 2 weiter verbessert, 81 neue Bewertungen, richtig stark auf jeden Fall, auch eine solide Stütze hinten drin. Kahn Eihan, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich denke mal, ihr wisst alle, wie ich den Typ hier feiern, dass ich ihn in FIFA 15 liebe. Hat sich wahrscheinlich bald um 2 Werte verbessert, wenn ihr rechts mal schaut, also seine einzelnen Technikwerte sind echt hochgegangen, deswegen denke ich mal, hat er bald eine 76er Bewertung. Höwe ist leider gleich geblieben, trotzdem starker Spieler natürlich. Kolasinac hat schon plus 1, hat jetzt eine 75. Prinz Boateng sogar eine 82, also er ist nochmal hochgegangen, ist jetzt auch schon 29 Jahre alt. Denke ich mal, schön zu sehen, dass sich noch entwickelt. Oxlade-Chamberlain gleich geblieben. Julian Draxler auch plus 1, gefällt mir in dieser Saison richtig gut. Er wird sich wahrscheinlich bald um 2 Werte sogar verbessert haben, also auf eine 82. Also er hat sich echt gut gemacht hier im Verlauf der Saison, gefällt mir jetzt inzwischen richtig gut. Jack Wilshere leider noch gleich geblieben. Ich meine, er ist verglitscht wahrscheinlich, kann es mir nicht anders erklären. Lacazette auch gleich geblieben. Danach Depay um plus 1. Wenn ihr seine technischen Werte nochmal rechts anschaut, wird es sich wahrscheinlich bald um 2 Werte verbessern. Tut mir leid für den Versprecher. Wellenreuther leider gleich geblieben. Ich weiß, ich habe mir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen Spielzeit gegeben. Ich glaube, 3 Spiele in dieser Saison, aber leider entwickelt er sich nicht. Weiß nicht, woran es liegt. Rafa um plus 3, 81 neue Bewertungen. Richtig stark auf jeden Fall. Wird sich wahrscheinlich sogar bald um plus 4 entwickeln. Also auf eine 82. Wirklich richtig, richtig starker Spieler. Einfach von der Entwicklung her. Ich habe ihn ja auch letztens im Spieler, ja, Spieler-Tipps-Video gebracht gehabt. Also richtig gut auf jeden Fall der Spieler. Jetlin um plus 3 auch richtig stark und seine Sprintgeschwindigkeiten sind echt exzellent, also gefällt mir mega. Max Meyer leider gleich geblieben auf 76, Nastasic auch gleich geblieben, Kevin Volland um plus 1 auf 81, André Hahn auch gleich geblieben, haben ja jetzt noch nicht so lange. Benzia plus 1, aber habe ich eh nur ausgeliehen. Danach Luke Shaw um plus 1, 77, im Alter von 20 Jahren denke ich mal in Ordnung. Multaub hat 63, Leroy Sané um plus 2 auf 65. Im echten Leben richtig geiler Spieler in FIFA. Mag ich ihn leider nicht so, deswegen spielt er auch nicht so oft. 64 hat hier Sobotka, denke ich mir auch in Ordnung, plus 2. Denn Stengel um plus 1 hat aber erst 2 oder 3 Spiele gemacht. Geist ist leider gleich geblieben, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber ist jetzt auch nicht so lange dabei. Redmond um plus 1, 77 jetzt. Höger 79 auch plus 1. Er hoffentlich schafft er vielleicht bald noch die 80, würde mich mega freuen für Höger. Uschida gleich geblieben, Timo Pukki plus 2. Holtby leider noch nicht entwickelt, Goretzka plus 1, Avdicay plus 3, Medeiros plus 2, Borgmann plus 1 hier und Schär ist gleich geblieben. Am Ende noch Friedrich plus 3, den werde ich auch bald zurückholen oder in der neuen Saison, den finde ich mega cool, den Spieler. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier gleich noch mitfeiert, einfach bei meinem Abonnenten seinen großen Sohle hier 20 Sekunden lang. Er singt, glaube ich, von Helene Fischer immer wieder oder so. Mega geil, ich würde euch trotzdem raten, euer Headset ein bisschen leiser zu machen, weil er mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat und ich musste das Ganze dann ja, von meinem Mikrofon nochmal ab ja, aufnehmen. Deswegen hört es sich ein bisschen komisch an, aber trotzdem genießt nochmal die letzten Sekunden Bewertung, kommentieren nicht vergessen und viel Spaß dabei. Ich will Tanz auf dem Vulkan.